Cześć, salü, hallo, hola, Manuel am Montag. Heute geht's um Kommunikation. Genau genommen geht's um Textkommunikation. Also sowas wie Facebook, SMS, WhatsApp. Wie kriege ich es hin, dass ich mit ihr so schreibe, dass sie sich mit mir trifft? Und da will ich mal unter anderem einen Gesprächsverlauf analysieren. Und ich muss dazu sagen, ehrlicherweise an der Stelle, das ist nicht originaler Inhalt von mir, sondern der kommt von Todd Valentine, der dazu auch mal ein Video gemacht hat. Und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, ich muss es unbedingt an dich weitergeben, weil du hieraus auch echt viel lernst. Also bleib dran. Todd sagt, der Mann macht in der Regel zwei große Fehler, nämlich Fehler Nummer 1, er versucht zu schnell mit der Frau zum Date zu kommen, also zum Beispiel schon in der ersten Nachricht, oder zu langsam beziehungsweise vielleicht sogar gar nicht, also schreibt er erst wochenlang mit ihr hin und her. Wie immer ist es natürlich der Mittelweg, der da zum Glück führt. Und da ist der Tipp, die Interaktion mit dem richtigen Ausmaß an Investment zu füttern, also wie viel Mühe gibst du dir? Und immer ein kleiner Tipp am Rande, auch wenn sie etwas investiert, ob das nun in echt oder auch in der SMS ist, dann weißt du, it's on, okay, sie will. Also sobald sie dir eine Frage stellt, ist das immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn sie irgendwie diese Situation voranbringt mit dir. Okay, machen wir uns mal unser Beispiel. In dem Beispiel hat er ihr seine Nummer gegeben und ihr gesagt, sie solle ihm direkt eine SMS schreiben. Und die beiden hatten sich vorher über Salsa unterhalten. Deswegen schreibt sie, let's Salsa. Er schreibt dann etwa 40 Minuten später, lass uns das machen, wann hast du Zeit? Das ist ganz okay, er geht auf jeden Fall nach vorn. Ich frage mich, warum hat er genau 40 Minuten gewartet? Ist jetzt auch kein Weltuntergang, wäre vielleicht sogar besser gewesen, das einfach direkt vor Ort mit ihr auszumachen, weil dann hätte er mit ihr sprechen können. Und dann folgt Stille, ihrerseits. Bei SMS und WhatsApp, bei Facebook, bei Textkommunikation generell wirst du immer dann mit Stille bestraft, wenn du etwas falsch gemacht hast. Das ist relativ logisch. Es kann auch mal sein, dass sie einfach etwas verpeilt, aber in vielen Fällen ist es auch so, dass du etwas zu pushy bist, zu viel, zu schnell Schritte machst und deswegen mit Stille bestraft wirst oder dass du zu langsam Schritte machst und dass es dann so ein bisschen ausläuft und dann habt ihr auch Stille. In diesem Beispiel schrieb der Mann dann am zweiten Tag wieder, hey. Und das ist cool, das ist ein leichter Gesprächseinstieg, locker, er fordert nichts von ihr, sondern er gibt ihr einfach eine Möglichkeit, sich zu melden. Und das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Viele Männer machen mit der ersten Nachricht dann direkt 3-4 Absätze, eine riesige lange Nachricht. Aber tatsächlich willst du als allererstes einmal nur dafür sorgen, dass sie dir zurückschreibt. Menschen wollen konsistent sein. Wenn sie dir mehrfach nicht zurückgeschrieben hat, wird sie dir weiterhin nicht zurückschreiben. Aber wenn sie dir erst einmal zurückgeschrieben hat, dann wird sie dir auch zurückschreiben. Und deswegen an der Stelle einfach nur dafür sorgen, dass sie dir zurückschreibt. Das macht er soweit ganz okay. Sie schreibt dann, hey, ich habe unseren Tanz nicht vergessen, aber wir müssen das auf nächste Woche verschieben. Hier kommt heraus, dass er nicht so viel Persönlichkeit gezeigt hat mit diesem Hey. Da hätte er das Hey zum Beispiel noch etwas untermalen können, indem er sowas schreibt wie Hey du Gangster, Hey Schlawiner. Aber etwas machen, was sie vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln bringt, ein bisschen Persönlichkeit mit in die Nachricht. Dann hätte sie wahrscheinlich auch etwas anders reagiert an der Stelle. Hier merkt man jetzt, dass er für sie keine hohe Priorität ist. Er ist nicht wichtig für sie und deswegen macht sie alles andere diese Woche und ihn verschiebt sie auf nächste Woche, wenn sie etwas Zeit hat. Wenn er ihr wichtig wäre, würde sie sich diese Woche die Zeit nehmen. Und er schreibt dann, ich bin bald weg. Schaffen wir es bis Mittwoch? Und das ist in dem Moment nicht optimal, wenn auch Dringlichkeit eigentlich eine ganz gute Möglichkeit ist, ein cooles Instrument, um ein bisschen Druck zu machen, sodass die Frau sich dann auch ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt und dann relativ schnell in deinem Sinne handelt, dann ist es jetzt nicht optimal, schlichtweg deswegen, weil sie ja schon vorher gesagt hat, dass das nicht klappt und dann wird er hier in dem Moment wieder auf Ablehnung stoßen und weil er ihr eben einfach nicht so wichtig ist. Und deswegen ist es hier besser, vielleicht einfach ein bisschen locker mit ihr zu schreiben, etwas Spaßiges zu schreiben, einen Witz, etwas Entspanntes, womit er sie in ein Gespräch verwickelt, was dann dafür sorgt, dass er wiederum für sie interessanter ist, mehr Wert hat und sie womöglich dann auch etwas verschieben würde, wenn er sie etwas später um ein Date fragen würde. Sie schreibt jetzt in diesem Sinne dann, wahrscheinlich nicht, wenn du wiederkommst, warten die Salsa-Götter auf dich. Und das ist weder gut noch schlecht. Sie macht jetzt aber klar, dass es erstmal nicht funktionieren wird. Das einfach deswegen, weil er ihr nicht wichtig ist in dem Moment. Am Tag 5 schreibt er, bin gleich im Flieger, hoffe du hast eine schöne Zeit. Und das ist ganz gut, weil das erinnert sie zwar an ihn,
Ist aber auch keine, ist ein kleines Invest von Ihnen, ist aber nichts, wo er etwas von ihr abverlangt, sondern wo ihr einfach nur etwas gibt, eine kleine Info. Die Frage ist halt, wieso hat er damit jetzt so viele Tage gewartet? Er hätte diesen Zeitraum dazwischen auch nutzen können, um mit ihr so ein bisschen locker hin und her zu schreiben und ihr dann ein einfaches Date vorschlagen können. Wie zum Beispiel, wenn er weiß, dass sie um 21 Uhr zu Hause ist, sowas sagen wie, hey, ich will heute Abend sowieso nochmal raus, ich komme mal für 20 Minuten bei dir vorbei. Also wirklich eine Mini-Hürde. Und wenn man dann erst einmal bei ihr ist, und dann ist es auch kein Problem, daraus auf einmal dann 2, 3, 4 Stunden zu machen. Sie schreibt dann hier, danke, gute Reise. Und das ist okay, weil es ist vielleicht nicht unbedingt super positives, voranbringendes Feedback, aber es ist positiv. Und das ist schon mal wichtig. Als er dann weg war, wollte er warten, bis er ihr schreibt, weil er ja dann nicht in der Stadt war und er wollte dann ihr wieder schreiben, wenn er wieder da ist. Und das ist etwas, was nicht optimal ist. Besser ist es, wenn er ihr ein paar Tage vorher schon schreibt, um eben dieses fluffige Hin- und Her-Schreiben, lockere, entspannte Mal mit einem Grinsen dabei anzuwerfen, weil das sorgt dafür, dass er für sie immer ein Highlight ist, wenn ihr Handy vibriert. Und dann will sie sich natürlich mit ihm treffen. Da gibt es zu beachten, so ein lockeres, spaßiges Hin und Her sind selten irgendwie ewig lange Nachrichten, sondern sind vielmehr kurze Nachrichten, bei denen man ein, zwei Sätze schreibt und die sind dann vielleicht auch gern mal etwas frecher oder auch lustiger. Und das ist auch Übungssache. Da muss man einfach oft genug falsch machen, einfach mal genug Frauen damit quasi abschrecken, bis man das dann drauf hat. Man kann es auch ein bisschen mit Freunden üben, mit Freundinnen üben auch, dass man einfach kürzere Nachrichten schreibt. Viele Männer schreiben viel zu lange Nachrichten. Er schreibt ihr dann also, ich habe gerade den besten Taco der Welt gegessen, an Tag 8. Und das ist super, das ist spaßig, das ist locker, das ist leicht, das bringt die beiden wieder in eine Interaktion und er verlangt nichts von ihr, sondern er gibt ihr etwas. Es ist so ein bisschen so, als würde er ein Facebook-Update machen, ein Facebook-Status und sie liest es und liked es. So ungefähr wirkt das ein bisschen. Sie schreibt, unmöglich, in Chicago gibt es keine guten Tacos. Und dann auch noch mit einem Smiley. Und das ist super, weil Ausrufezeichen und Smiley sind positiv in der Nachricht und wir unterscheiden diese Nachrichten immer in positive, neutrale und negative Nachrichten. Also eine positive Nachricht, die das auch voranbringt, die immer positive Vibes mit sich bringt. Eine neutrale Nachricht, die einfach nur eine Antwort ist zum Beispiel, einsilbige Antworten beispielsweise. Und negative Nachrichten, schlechte Nachrichten sind Antworten, in denen sie zum Beispiel den Date-Vorschlag ablehnt, in denen sie dann sagt, so ich will nicht, ich kann nicht, ich darf nicht, ich muss irgendwas anderes. Da ist es hier an der Stelle cool, weil sie einfach locker drauf reagiert, weil er einfach locker vorgelegt hat und dann können die locker hin und her schreiben. Und früher oder später hat er dann für sie genug Wert, um dann ein Date mit ihr zu haben, wofür sie andere Dinge dann vielleicht verlegt, anstatt dass sie ihn erst nächste oder übernächste Woche treffen will. Wichtig ist also immer, locker leicht ins Gespräch einzusteigen. Wichtig ist dann, das Gespräch mit so ein bisschen einem fluffigen, lockeren Talk hin und her zu bewegen. Und dann nach dem Date zu fragen. Immer so ein bisschen im Auge zu behalten, wenn ich jetzt nach dem Date gefragt habe und sie sagt nein, dann frage ich nicht direkt nochmal nach dem Date, sondern schreibe ich wieder locker ein bisschen mit ihr hin und her und mache ihr dann auch das nächste Mal, wenn ich den Date-Vorschlag mache, das etwas leichter. Zum Beispiel, dass ich zu ihr irgendwie in die Nähe ihrer Wohnung komme, weil da ein cooles Café ist und dass ich dann mit ihr auch nur 10 Minuten oder nur eine Viertelstunde Zeit verbringe und daraus wird er dann locker mal eine Stunde, wir kennen das alle. Dann kann ich aber alternativ auch nochmal ein Auge drauf haben, ob ich sie vielleicht überhaupt in letzter Zeit gefragt habe und dann vielleicht einmal etwas mehr fragen auch, etwas mehr mit Nachdruck auch nicht zu soft reagieren auf sie. Wenn du Bock auf mehr von solchen Themen hast, wie hier mit SMS und WhatsApp und sowas, gib mir mal einen Daumen hoch, dann gucke ich mal, dass ich in so eine Richtung auch noch mehr mache. Ich freue mich auf jeden Fall auch darüber, dass du den Kanal abonnierst und dass du mir einen Kommentar hinterlässt, was denn so bei dir coole Tipps für Online-Dating, für SMS, für Flirten via Text Nachrichten ist. Ich bin gespannt. Mein Name ist Manuel González und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen, beziehungsweise in meinem kostenlosen E-Mail-Kurs, der mehrere Wochen geht und da kannst du dich eintragen auf manuelgonzales.de/extra, steht auch so in der Infobox. Alles in allem, hau rein, gönn dir!